nachdem wir die das letzte Mal schon zum Laufen bekommen haben, ne? Das Video kennt ihr, paar mehr Set nochmal. Hier einen großen Bruder davon. Ne? Also das ist die Originalwicklung, habe ich da drauf gelassen auf dem 24 Volt Parks Lüfter. Und hier habe ich die Wicklung komplett entfernt, habe 8 Wicklungen komplett neu drauf gemacht. Hier kommen die dann raus, das sind die Anfänge, das sind die Enden. Ja, ganz normal dann zwei Potties, zwei Transistoren, NPN, die ich gerade noch rumliegen hatte. Ich habe auf gut Glück mir welche rausgesucht. Aber die haben mich ganz schön verblüfft, die kleinen Dinger da. Ja, diesmal mit Ampermeter für die Stromaufnahme. Ich habe mir ein Minus rausgesucht. Ist 12 Volt aus dem Computer. Ganz normal 12 Volt Netzteil. Ja, und mal gucken, was er so an Drehzahl abgibt und was er so alles betreiben kann. Ne? Der Bedini, dem wird ja nachgesagt, dass er eine bleibend geringe Stromaufnahme hat, ne? Und dann kommt es eben nur auf die Drahtdicke an und die Wicklung, die man drauf gemacht hat, und das kann er dann an Leistung rauspoltern. Naja, gut. So, erster Leerlauf. Ziemlich hohe Stromaufnahme, sind wir bei 550 mA, ne? So, Leerlauf, wie gesagt. Na gut. Dann Impulsionsenergie geht ab. Sind jetzt hier bei 100 mA, muss doch noch besser gehen, hä? Komm her, Kollege. Da wollten wir ungefähr hin. Jawohl, ja. Genau. Das wollten wir eigentlich. So, sind wir ungefähr bei 50 mA, ne? Bisschen mehr. 55. So, 12 Volt Eingang. 55 mA. Da haben wir jetzt Verdrehzahl. Knappes Doppelte, wa? Kann sich schon sehen lassen. Okay. Mal schauen, ob das auch wirklich stimmt.
Ich habe mir, upsala, die zwei Bedini-Systeme ja nicht umsonst in einen Motor reingebaut, ne? Weil die abgegebene Leistung richtet sich ja nach dem angeschlossenen Verbraucher. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt rote LEDs habe, ne, die ziehen ja einen anderen Strom, wir brauchen ja auch eine andere Spannung als zum Beispiel blaue LEDs. Ja, damit kann man das eigentlich ziemlich gut demonstrieren. Fangen wir erstmal, mal gucken, was wir jetzt erwischen. Ne, da haben wir schon einen dran. Jetzt müssen wir nur noch hier den Minus anschließen. Nachregeln. Aha. Das schon so halbwegs gut erkennen. So sieht es besser aus. Ne? Hier, also die ganzen roten Leuchten. Er ist in der Drehzahl natürlich ein bisschen runtergegangen, ne? Aber trotzdem bei seinen stabilen ist sogar hier noch ein bisschen runtergegangen, sehe ich gerade. 50 mA Stromaufnahme bei 12 Volt. Okay, ist ja noch kein großes Ding, ne? Kann man auch so mit LEDs hinbekommen. Gut, nehmen wir mal die blauen mit rein. Praktisch die andere Wicklung, die erst noch gar nicht benutzt wird, ne? Und? Jetzt haben wir die alle am Leuchten. Und die Stromaufnahme? Da hat sich nichts getan an der Stromaufnahme. Ja, das ist ja ein Kriegel. Okay, mal ein bisschen mehr Licht. So, jetzt seht ihr hier hinten, ne, die zwei riesengroßen Wummo-Kondensatoren. Die habe ich mit dieser komischen Tesla-freien Energie-Gleichrichterschaltung schon mal verbunden. Das ist immer, ich weiß nicht, ob es jetzt nur deswegen ist, aber heute scheint ein guter Tag für freie Energie zu sein. Wieder bei 7 Volt. Habe eine vorne schon mehrmals kurz geschlossen, habe es dann gelassen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und mal gucken, wie schnell wir den jetzt vollkriegen. Damit, wa? Lassen wir die blauen an. Die blauen lassen wir mal an, ne? Nehmen wir mal die Wicklung. Ah, geht doch nicht. Wir brauchen ja ein Minus auch noch. Ein Minus brauchen wir schon hier oben, ne? So, jetzt legt er natürlich wieder an Drehzahl los, ne? Die Lämpchen blinken schön hier. Das sind die Schutzlampen für den Transistor, damit er nicht krachen geht, ne? So, jetzt gehen wir hier auf Minus. Na, komm her, du kannst ja gleich wieder runterkommen. Nicht. Der blickt sogar übelst an Drehzahl zu, ne? Kann man sogar noch ein bisschen hochfahren. Na gut, können wir den anderen mit dazu nehmen, wa? Hat ja eh keinen Sinn hier unten bei den LEDs. Geht sich wieder ganz schön in den Ast. Stromaufnahme nur etwas gestiegen. Ah, so also. Aha. Okay. Und bleibt stabil, ne? Na gut, was man jetzt daraus machen kann, könnt ihr ja selber mal ein bisschen drüber schlafen. Aber ich glaube, da ist schon etwas Potenzial vorhanden in dieser Technik, oder?